Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind live hier im Radio und im Fernsehen. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz gleich über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Bin gespannt und freue mich auf meinen ersten Anrufer. Und das ist die Vanessa. Und Vanessa ist 20 Jahre alt. Hallo, Vanessa. Hallo. Hallo. Das Thema, weswegen hast du angerufen, Vanessa? Ich rufe an, weil ich eine Borderline-Störung habe und mich da erst seit kurzem mit befasse. Ja. Erklärst du es mal den Leuten, die das vielleicht nicht wissen, was Borderline-Störung ist? Das kann beinhalten selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Also bei mir ist das zum Beispiel, dass ich mich halt mit Rasierklingen in den Arm schneide. Mhm. Es kann allerdings auch beinhalten Bulimie. Mhm. Und kein kontrolliertes Verhalten über sich und über vor allem die Gefühle, die man hat. Ja, also bei dir ist es hauptsächlich die Selbstverletzung. Und mein unkontrolliertes Verhalten. Was heißt das genau? Ja, und dass ich halt ziemlich schnell irgendwie auf 180 komme und dass ich dann auch schnell anderen gegenüber beleidigend werde. Nicht bösartig irgendwie dann so wirklich, aber dass ich die schnell herabsetze. Ja. Und dass ich vor allem auch vielen Menschen halt misstraue, obwohl sie mir die Wahrheit sagen. Mhm. Und das verletzt natürlich viele. Aber nochmal Stichwort verletzen. Das heißt, du verletzt dich selbst an deinem Körper. Richtig. Du schneidest mit Rasierklingen in deine Arme, sagst du? Ja, hauptsächlich im Arm, halt hauptsächlich auch an einer Stelle. Es ist schon gezielt halt an den Pulsadern. An den Pulsadern. Also schon, ja. Also sind es große Schnitte, die du dir zufügst? 5 Zentimeter. 5 Zentimeter. Ja. Und du schneidest gezielt an den Pulsadern herum, also dass du die Pulsadern nicht erwischst? Es ist schon zweimal passiert, einfach weil, es ist halt noch nicht vor so lange, also allzu langer Zeit passiert, weil es einfach immer unkontrollierter wird. Mhm. Also anfangs war das halt alles noch nicht problematisch, kann man schlecht sagen. Es ist passiert, das Blut spritzt in Strömen wahrscheinlich raus. Was hast du gemacht? Ich habe sofort ein Handtuch draufgehalten. Ich war schockiert über mich selbst, was ich da getan habe. Also nicht so wie sonst irgendwie. Es ist dann nochmal gut gegangen. Ja, also das eine Mal kam ich schon ins Krankenhaus und ach, das schon? Ja. Ja. Das war dann nicht so schön. Was ist das für ein versuch mir das mal, der das nicht hat, zu erklären. Was für Gefühle in dir ablaufen, bevor du schneidest, wenn du schneidest und unmittelbar danach? Ja, also meistens ist das in Fällen, in denen ich Angst habe, verlassen zu werden. Mhm. Also in letzter Zeit hauptsächlich rein beziehungstechnisch. Das heißt, da baut sich eine Spannung auf? Genau, und dass ich dann einfach wirklich enorme Panik kriege, allein gelassen zu werden. Und dann greife ich zur Rasierklinge und schneide mich. Und spürst du in diesem Moment, wenn du schneidest, jeder, also relativ gesunde Mensch würde dann Schmerzen empfinden. Genau. Die empfindest du auch? Nein, im ersten Moment empfinde ich die eigentlich gar nicht, weil ich da so viel Angst in mir habe vor allem und so unter Spannung halt stehe irgendwie, dass ich das nicht mehr verspüre. Und ist das geradezu, dass es dir gut tut in dem Moment, wo du reinschneidest, weil die Spannungen sich entladen in dem Moment? Ja, zu einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann schon irgendwie. Dann ist es für mich eine Erleichterung und also in dem Moment, wo dann wirklich auch das Blut dann wirklich läuft, das ist... Gibt es denn dann einen Moment danach, also wenn vielleicht 5 oder 10 Minuten vergehen, wo du dich dann wieder über dich ärgerst und verzweifelt bist, dass du das getan hast? Vorher eigentlich nie, ehrlich gesagt. Aber ich meine danach, wenn es geschehen ist. Ja, ich meine jetzt, also so die Zeit jetzt vorher immer, da ist das nie so gewesen. Mhm. Aber erst in letzter Zeit hat das so angefangen, dass ich mir danach dann schon irgendwie Gedanken mache und dass ich es dann bereue und dass ich... mich dann doch wieder selber hat. Das ist ja ein ganz klarer
klares Signal des Körpers hier, mit mir stimmt irgendwas nicht. Genau. Ne, der Seele. Warst du deshalb schon bei einem Arzt, bei einem Psychiater, bei einem Psychologen? Nein, weil ich hatte vorher immer ein ganz fürchterliches Vorurteil, dass ich mir immer gedacht habe, wenn ein Therapeut mir helfen wollen würde, dann wird er kein Geld dafür nehmen. Und unglücklicherweise habe ich bei meinem ersten Versuch, einen Therapeuten zu konsultieren, ausgerechnet jemanden getroffen, der mein Vorurteil bestätigt hat irgendwie. Und das Vorurteil ist, du nur jemand, der kein Geld verlangt, wird dir auch wirklich helfen, oder wie? Nein, nicht, der wird mir wirklich helfen. Ich denke schon, dass mir auch jemand helfen könnte, der natürlich Geld dafür nimmt, aber ja. ich glaube dann dieser Hilfe nicht. Was natürlich Blödsinn ist, ne? Ja, natürlich. Jeder Arzt, definitiv. Die wollen ja auch leben können und die haben eine komplizierte, lange Ausbildung hinter sich, also müssen die auch Geld dafür kriegen. Ja, natürlich. Wie bist du jetzt auf wen gestoßen? Was war bei dem? Der hat kein Geld genommen. Doch, und das war halt so, dass er gesagt hat, ich bin halt Mutter und deswegen trat er ein Problem auf. Der hatte gesagt, wenn ich zu spät käme oder so, dann müsste ich das selber bezahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, das kann ich unmöglich irgendwie versprechen, weil ich habe ein Kind, wenn mal was passiert. Dann hat er gesagt, naja, wenn er einen Unfall hätte, würde er mir das auch bezahlen. Und ich fand das einfach völligen Blödsinn, was er da gesagt hat. So, im Klartext heißt es, du bist nicht in therapeutischen Händen zurzeit. Nein, genau, noch nicht. Noch das nicht. Ist nämlich genau die Sache, weil ich überlege momentan, ob ich es tue, aber weil ich habe jemanden kennengelernt, der einfach gesagt hat, versuch es mal und der mich auch irgendwie so ein bisschen versucht zu unterstützen auch. Also ein Freund, der gesagt hat, versuch das mal bei einem Therapeuten. Genau, der versucht mich auch wirklich zu unterstützen und das ist so der erste Mensch, bei dem es mir wehtut, dass ich ihm nicht vertrauen kann, weil ich bisher eigentlich immer Unglück gehabt habe. Und das ist der erste Mensch, dem ich prinzipiell glauben wollen würde, aber es einfach nicht schaffe. Und also Vanessa, ich bin ja ein ganz neutraler Mensch für dich. Genau. Ne? Wir beide kennen uns ja nicht. Vielleicht kennst du mich aus dem Fernsehen, aus dem Radio, aber ich kenne dich nicht. Du hast mir jetzt erzählt, was dich plagt und du hast mir wahrscheinlich nur einen kleinen Ausriss dessen erzählt. Aber das finde ich schon sehr, sehr einprägsam und beeindruckend, was du mir erzählt hast. Da sage ich dir wirklich aus meiner Erfahrung hier, was diese Sendung anbelangt, heraus, geh zu jemandem, der sich damit auskennt. Tu es, versuch es, du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Du kannst immer wieder rausgehen und sagen, nee, das gefällt mir hier nicht, aber du kannst es versuchen. Genau, doch, ich habe was zu verlieren. Ich habe gerade gestern mit diesem Freund erst drüber gesprochen und ich habe plötzlich so eine Angst in mir gemerkt. Ich hatte Angst davor, was ist, wenn ich das alles nicht mehr habe, dass ich mich dann leer fühle. Aber das ist eine interessante Fragestellung. Die ist genau deine Krankheit. Ja. Und diese Frage musst du mit dem Fachmann erörtern. Und das ist für dich interessant, wie der damit umgeht, wie der darauf reagiert, wie der mit dir arbeitet. Ja. So. Und dann musst du jetzt auch entscheiden, du hast mir gerade gesagt, du bist Mutter. Genau. Wie alt ist dein Kind? Der wird jetzt 3 Jahre alt. Dann hast du nicht nur für dich Verantwortung zu tragen, sondern auch für das Kind. Ja. Und ich finde, dass das auch schon deine Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass du gesund bist. Seelisch und körperlich gesund, weil du dich um dein Kind kümmern musst. Wenn du dich jetzt noch weiter hineinfallen lässt oder treiben lässt in diese seelische Erkrankung, besteht die Gefahr natürlich, dass es noch viel schlimmer wird und du vielleicht irgendwann mit viel mehr Komplikationen da wieder rauskommst, als du jetzt noch rauskommen könntest. Finde ich also, dass du es auch für dein Kind tun solltest. Ja, das sagen mir viele. Irgendwann musst du es entscheiden. Ja. Du musst es entscheiden. Das fällt mir momentan einfach schwer und das ist nur so eine zusätzliche Belastung, dass ich es momentan nicht mal für mein Kind, es irgendwie schaffe, mich aufzuraffen, weil ich einfach... Aber du hast dich aufgerafft, hier anzurufen. Genau. Das ist doch schon mal was. Ja, weil ich immer noch, momentan bin ich wirklich ganz extrem irgendwie hin und her gerissen. Ja, aber das finde ich, das darf man jetzt nicht einfach mal so, nur so sagen, dass... bedeutet ja wirklich was, sich hier zu melden und in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Da gehört so viel Mut zu und da gehört auch ein Wille zu, sich doch irgendwie zu verändern oder etwas zu verändern. Und ich möchte dich wirklich nur ermutigen, weiter auf den Weg zu gehen. Und um dir vielleicht die Ängste noch ein bisschen wegzunehmen, was da alles auf dich zukommen könnte, möchte ich, dass du mit der Anja, meiner Psychologin, jetzt noch ein bisschen redest. Ja. Da kann dir wirklich überhaupt gar nichts passieren. Da ist wirklich, da habt ihr auch ein bisschen Zeit und du kannst ihr ja vielleicht auch deine Angst, die du gerade formuliert hast, ihr auch nochmal sagen. Und mal gucken, wie sie darauf reagiert, was sie sagt. Ja. Ja? Ja, gut, würde ich gerne tun.
haben. Vanessa, alles Liebe, alles Gute, du legst bitte auf und Anja ruft dich dann gleich zurück. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, weiter geht's mit Jana. Jana, stimmt das? Ja, das stimmt. Jana, jetzt habe ich ja irgendwas im Auge, Entschuldigung, das muss ich mal hier... Jana, 23 Jahre alt, grüße dich. Hallo. Weswegen hast du angerufen, Jana? Mein Thema ist Missbrauch. Ja, das heißt, du bist selbst betroffen. Ich bin selbst betroffen, ja. Bei mir ist es so, es hat angefangen zwischen meinem 6. und 8. Lebensjahr, ja, bis ich etwa 14, 15 war. Bis du 14, 15 warst? Ja. So lange? Ja. Also es sind verschiedene Männer gewesen. Mhm. Das Einzige, von dem ich das absolut sicher weiß, wer es war, ist mein älterer Bruder. Ja. Wie viel älter als du ist der? Er ist nur 3 Jahre älter. Nur 3 Jahre. Und das war so zwischen 11 und 14, 15. So. Na gut, da war er schon voll entwickelt und du warst noch gerade im Anfang der Pubertät. Genau. Ja. Also der ältere Bruder, wer noch? Ich weiß, dass was im Hause meines Großvaters im Badezimmer passiert ist, aber ich habe halt kein Bild. Mhm. Also man muss dazu sagen, bis vor 2,5 Jahren wusste ich auch gar nicht, dass ich missbraucht worden bin. Ich habe das alles verdrängt gehabt. Mhm. Und vor 2,5 Jahren habe ich einen psychosomatischen Reha-Aufenthalt gehabt. Ja. Und dort kam das dann alles so Stückchen für Stückchen, mhm, raus und seitdem kommen halt immer mehr Erinnerungen hoch. Ach, du hattest das vollkommen, das Bewusstsein hat es vollkommen weggedrückt. Ja. Und du sagst, du hattest einen psychosomatischen Klinikaufenthalt. Weswegen warst du in der Klinik erstmal? Ja, es kam alles zusammen. Ich hatte, wahrscheinlich fällt das unter Nervenzusammenbruch, so. Mhm. War eigentlich vorgesehen für die Depressionenstation. Mhm. Bin dann über Umwege auf der Essstation gelandet, weil ich also eine Essstörung habe. Mhm. Und dort hat man also Ursachenforschung betrieben. Verstehe. Und da ist es dann... Da kam dann halt heraus. Wie war das für dich, als du das zum ersten Mal für dich formuliert hast? Das heißt, als es dir selbst zum ersten Mal klar wurde? Horror. Mhm. Ich hab das auch erstmal überhaupt nicht verstanden. Also es war im Gespräch mit der Therapeutin, wo ich ihr das also erzählt habe. Und ich habe dann schon gemerkt, wohin sie so die Richtung lenkte, weil, mhm, sie mich also immer mehr nach Männern ausfragte und Schwierigkeiten mit Männern. Und weil ich, also bei mir ist es so, ich habe eben ganz extrem zugenommen. Mhm. Als das Gespräch dann so in die Gänge kam, sind dir dann so ganz klare Erinnerungen wieder aufgestiegen, so aus dem Unterbewusstsein? Nee, erstmal haben mir sämtliche Alarmglocken geklingelt und ich habe sofort gedacht, aha, du weißt ganz genau, woraus das hinausläuft. Und ich war erstmal total wütend und abwehrend und, mhm, wollte unbedingt raus. Und dann hat es halt innerlich in mir angefangen, dass ich halt angefangen habe, wirklich zu überlegen und wie kommt das eigentlich und warum brauchst du eigentlich deinen Schutzpanzer? Und, mhm, für mich ist das halt so dieses Übergewicht, ich bin hässlich, ich bin ganz hässlich. Und wenn jemand in der Hecke lauert, der wartet auf die Nächste, der, mhm, nimmt dich nicht. Mhm. Und das ist so für mich absoluter Schutz. Und dann, mhm, habe ich natürlich angefangen zu überlegen und, mhm, auf einmal hatte ich das Gefühl, ich habe so ein Puzzle. Als ob auf einmal alles einen Sinn ergibt. So, ich habe jetzt ein Puzzleteil in der Hand. Und jetzt hast du, abgesehen von der Szene da mit dem Großvater, hast du klare Erinnerungen. Du weißt, dass dein Bruder das dann und da und dort gemacht hat. Du hast... Also ich habe die klarsten Erinnerungen, so muss man das sagen, mit meinem Bruder. Mhm. Also auch da ist es bruchhaft und es ist stückhaft. Und, mhm, ich weiß auch, irgendwann muss was mit einem Arzt passiert sein. Einem Arzt? Ja. Mhm. Also es gibt eine Erinnerung, woran ich mich erinnere, das fällt eher unter sexueller Übergriff. Mhm. Aber es muss auch noch mehr passiert sein. Also die Haupterinnerung aber konzentriert sich auf den älteren Bruder. Weil es da halt am mhm, ja, Zusammenhang, mhm, folgt. So, nun ist das bei dir in der Klinik rausgekommen, nachdem er lange mit dir gearbeitet hat und lange mit dir gesprochen hat. Das, ja, war vor 2 Jahren, sagst du? Ja, vor 2,5, mhm, ja. Wie geht es dir denn heute? Schlecht. Warum? Ich kann überhaupt nicht oder so fast überhaupt nicht mit Männern umgehen, mhm, im Alltag nicht. Ich habe, das nennt sich so psychogene Krampfanfälle. Mhm. Das sieht aus wie epileptische Anfälle. Mhm. Und wenn das mir also zu viel wird, beziehungsweise dem Gehirn zu viel wird, also vor allem eben bei Ärzten, bei Arztbesuchen kann es passieren, dass ich also auf der Stelle einfach umfalle, mhm, und einen Anfall habe. Mhm. Und passiert das nur bei Ärzten oder auch bei Ärztinnen? Nein, bei Ärzten nicht. Bei Ärztinnen nicht? Nein. Mhm.
Und ich war jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres war ich in der Tagesklinik gewesen. Und da kam man auf die glorreiche Idee, ich habe ja Schwierigkeiten mit Männern, ich habe ja Schwierigkeiten, dann natürlich so gerade Bus und Bahn fahren ist absolute Hölle. Weil man natürlich total bedrängt ist und man hat die Situation nicht unter Kontrolle und man wird auch immer wieder berührt. Also gerade Berührungen sind für mich also wirklich der pure Horror. Und dann dachte man mir, naja, steigen Sie einfach in den Bus und fahren Sie. Dann müssen Sie jetzt Therapie machen. Und ich steige ein in den Bus und wache auf der Intensivstation wieder auf. Oh. Weil, das heißt, du bist völlig kollabiert, weil du es nicht hast ertragen können. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin nicht berufstätig. Was? Also ich bin zum Schein Studentin. Ja. Zwecks Kindergeld und Unterhalt. Du bist nicht berufstätig, weil du das aufgrund deiner seelischen Ungleichgewichtigkeit nicht kannst. Gar nicht dazu fähig bin. Was machst du den ganzen Tag? Zum einen lebe ich in einer Partnerschaft. Mhm. Also ich habe meinen Mann und ich versuche halt selbst irgendwie mich zu beschäftigen und alles, womit ich mich beschäftige, ist immer so ein Stück weit Selbsttherapie. Wie läuft denn die Partner? Bist du verheiratet? Nein, wir möchten aber nächstes Jahr heiraten. Ja. Ist denn, du hast es gerade ja so beschrieben, dass du so große Probleme mit Männern hast. Ja. Das funktioniert mit deinem Freund? Größtenteils, ja. Auch sexuell? Ja und nein. Also, wie soll man das beschreiben? Es funktioniert schon, aber halt unter den gegebenen Umständen, sag das ich heißt, mal. Du, wenn, also, das heißt, wenn ihr Sex miteinander habt, dann hast du nicht wirklich Spaß daran? Doch, mittlerweile schon. Mhm, mh. Also es ist, man muss sich einfach vorstellen, zwischen uns ist halt wirklich, es gibt keine Tabuthemen und es gibt auch keine Tabuzeiten. Mhm. Und wir können über alles reden. Er hat die ganze Zeit miterlebt. Mhm. Er hat mich auch schon krampfen gesehen. Also es gibt nichts, was ich vor ihm verschwiegen habe oder verschweigen kann. Das heißt, ihr seid schon viele Jahre zusammen? Wir sind fast 8 Jahre zusammen. Ja, 8 Jahre schon. Und er hat alles mitbekommen. Michael, warst du 15? Ja. Ja. Mhm. Das ist dann auch dein erster Mann sozusagen. Genau. Deine erste Liebe. Ja. Mhm. Jana, weswegen hast du mich angerufen? So ein bisschen Flucht nach vorne, glaube ich. Also momentan sind viele Dinge, die ich so versuche in Angriff zu nehmen, um mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Namensänderung beantragt. Wir haben uns einen Hund angeschafft im Sinne von Behindertenhund, so ein Therapiehund, mit dem ich jetzt also immer rausgehen muss und mich konfrontiere. Und dich anzurufen, ist auch so ein bisschen dieses, ich sage es jetzt, dass mir das passiert ist. Und ach so. So ein bisschen dieses Gefühl. Okay, erklär mir das mal mit dem Hund und mit dem Rausgehen. Was das dass du dich den Menschen aussetzt und auch bewusst in Kauf nimmst, dass du auch von Männern berührt wirst, in der Bahn zum Beispiel oder so. Habe ich so verstanden? Also soweit haben wir es noch nicht gemacht. Nein, also das mit dem Hund ist die Geschichte, die auch sehr gut funktioniert. Wir haben sie erst seit 3 Monaten. Mhm. Und die Idee war so dieser Therapiehund, Behindertenhund, so in der Richtung. Das heißt, ich habe, wenn ich halt zu Hause bin, allein bin, ich bin eben nicht allein, ich habe jemanden, mit dem ich mich beschäftige. Zum einen und zum anderen, ich muss aber auch Verantwortung für ein fremdes Wesen übernehmen. Ich muss mit ihm rausgehen, auch wenn es mir schlecht geht. Der Hund muss raus. Und folglich habe ich auch einfach Kontakt mit anderen Menschen, auch Männern, ob die mich jetzt ansprechen oder ob da vielleicht eine zufällige Berührung bei rauskommt. Und das Faszinierende ist halt, wenn ich mit dem Hund draußen bin, also mir ist seitdem auch nichts mehr draußen passiert, wenn der Hund dabei war. Weil es einem einfach so, ich bin nicht alleine, ist auch eine sehr große Hündin, also gibt einem einfach Sicherheit und Halt. Dennoch sagst du gerade, dir geht es nicht besonders gut. Nein. Also es geht halt einfach nicht voran. Also es gibt trotzdem immer noch so wieder diese extremen Tiefen. Und diese Tiefen sind eben sehr extrem. Bist du denn in Behandlung noch? Momentan, also zurzeit nicht mehr. Wir sind umgezogen. Und so die letzten Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade eben in dieser Tagesklinik, wo man mir einfach sagte, na mein Gott, dann, ich sag mal so, pinsen Sie nicht rum, setzen Sie sich in die Bahn und fahren. Und man mich auch gar nicht gesucht hat. Also man wusste, dass ich krampfe und dann war ich irgendwie 5 Stunden lang weg und man hat überhaupt nichts gemacht. Du hast gerade gesagt, Namensänderung. Warum Namensänderung? Ich hatte einen sehr ausgefallenen Nachnamen. Ich hatte einen Doppelnamen. Und das war für mich schon von frühester Kindheit an total
die Hölle, weil immer wieder dreimal nachgefragt wurde, wie der Name dann richtig geschrieben wird, wie er dann gesprochen wird. Achso, um und einfach das Leben auch zu vereinfachen? Und Nee, noch nicht mal einfach, weil ich ja so heiße wie mein älterer Bruder. Ach so. Und das so für mich was war, was ich wirklich klar anpacken konnte, mich davon abzugrenzen. Mhm. Irgendwie so einen äußerlichen Schritt zu gehen, wo ich sagen kann, das ist jetzt mein eigenes, da hat er jetzt überhaupt nichts mit drin zu tun, ihn so ein Stück weit ausgrenzen zu können. Ja, das verstehe ich. So, und somit war der Anruf, oder ist ein Anruf hier auch so ein Stückchen Eigentherapie? Einmal vielleicht auch mit einem fremden Mann darüber zu reden, nämlich mit mir? Ja. Dann in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was schwierig ist. Genau. Einfach immer wieder offensiv zu sein, in der Hoffnung, dass man dadurch stabiler wird. Ja, auch einfach mal so dieses Gefühl, dass ich jetzt mal wirklich sagen kann, das ist mir passiert und das stimmt und ich spinne mich nicht und ich habe mir das nicht eingebildet und das ist tatsächlich passiert. Gab es denn irgendwann mal eine Überlegung, strafrechtlich irgendetwas zu unternehmen? Ja, wurde ich auch damals von meiner Therapeutin gefragt, ob ich das denn jetzt in Erwägung ziehe. Aber ich weiß es nicht wirklich, weil ich einfach, es ist mein älterer Bruder und ich erlebe diese Situation einfach innerhalb der Familie. Und Das heißt, deine Eltern haben davon gar keine Ahnung? Doch, mittlerweile wissen sie. Mittlerweile schon? Mittlerweile wissen sie es, eben aufgrund dieser... Glauben sie dir? Nein. Also ich habe aufgrund der Hochzeit mit meiner Mutter telefoniert und sie freute sich und sagte gleich, alle werden kommen, alle deine Geschwister und der ältere Bruder, den fliegt sie extra ein. Welche ich Hochzeit? Natürlich, oh Gott. Ja, welche Hochzeit? Deine Hochzeit? Oder? Meine Hochzeit, also, ja. Und und dann habe ich ihr das also erzählen müssen, dass ich also ihn nicht einladen möchte, weil er eben derjenige ist, unter anderem, der mich missbraucht hat. Und dann sagte sie irgendwie zu mir, da habe ich bestimmt was falsch verstanden. Erinnerungen können täuschen und das kann ja so alles nicht gewesen sein. Da müsste ich mich mal mit ihm hinsetzen, damit er mir mal erzählt, wie es denn gewesen sei. Was natürlich ein Schuss von Bug für dich war, ne? Dass sie das so... Ich war geschockt. Das glaube ich. Ich war wirklich geschockt, weil ich mir einfach nur dachte, so sie sagte wirklich zu mir, das müsst ihr ausdiskutieren. Mhm. Das heißt, selbst wenn es passiert wäre, wäre das eine Sache, die man ausdiskutieren kann. Ich meine, ich kann mich doch nicht mit ihm hinsetzen und sagen, Mensch, erzähl doch mal, warum hast du denn? Und dann sage ich irgendwie, ach, ist gut. Jana, jetzt bin ich ein bisschen im Konflikt. Ich gucke gerade auf unsere Uhr, wir unterhalten uns schon sehr lange für den Rahmen dieser Sendung. Mhm. Ich möchte dich nicht einfach abwürgen. Ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Bist du einverstanden? Okay. Ich hoffe, dass das für dich ein bisschen was Gutes so als Nachgefühl hat, dass du angerufen hast, dass du gesprochen hast. Und hoffe, dass wir dir vielleicht auch gleich noch ein paar gute Ratschläge geben können. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch mal hinweisen auf unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt schon mal. Das Thema heißt, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte mich mit euch über Gerüche unterhalten, also über schöne Gerüche und vielleicht auch dramatisch schlimme Gerüche. Und in welchen Situationen habt ihr diese Gerüche wahrgenommen? Also wenn ihr euch anmelden wollt, dann könnt ihr das tun, jetzt schon unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Chan. Chan. Ist das richtig ausgesprochen? Jo. Ein Mann. Jo. 19 Jahre alt. 19 Jahre alt, stimmt. Ja, hallo Chan. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich habe ein kleines Problem. Ich war vor einer Woche ungefähr in einem Disco und ich bin meiner Freundin fremd gegangen. Oh. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? Knapp 4 Jahre. Schon? Lange Zeit. So, und das erste Mal, das passiert jetzt? Das erste Mal sollte eigentlich gar nicht passieren. Also bisher immer treu gewesen? Ich bin immer treu gewesen. Wollte es auch so bleiben, aber... Was ist da genau passiert? Ich habe viel getrunken gehabt. Achso, du hast getrunken? Und was ist dann genau abgegangen? Also ich war in der Disco drin, hab zu viel getrunken und war eine gute Freundin. Hab halt immer mehr getrunken und dann ist halt passiert, bin ich mit ihr rausgegangen. Ja. Also du bist nicht mit ihr nach Hause gegangen, sondern bist rausgegangen? Nein, nur vor die Tür, vor der Disco und dann... Ist es passiert? Ja. Hattet ihr Sex? Nein, wir haben halt rumgemacht. Ja, aber schon ein bisschen mehr als knutschen. Ja. Ja. Und das war's? Das war's. Und dann war ich am nächsten Tag voll erschüttert, war zu Hause, Tränen kamen in den Augen
Und dann zwei Tage später kam von meiner Freundin SMS und der stand, Schatz, wir müssen uns immer die Wahrheit sagen. Das hat sie mir noch nie geschrieben und ich denke mir so, nein, und so, und ich will es auch nicht unbedingt sagen. Ja und? Was steckt hier hinter der SMS? Hat sie irgendwas irgendwie läuten hören von irgendjemandem? Nein, aber sie ist seit den letzten Tagen richtig komisch zu mir und so. Und ich weiß jetzt nicht mehr, woran ich bin und ach so. Fragen will ich es jetzt auch nicht, weil wenn sie mich dann fragt, nee, und dann habe ich mir eine eigene Falle gestellt. Also, spielen wir mal ein paar Sachen durch. Es kann ja sein, das war ein öffentlicher Raum, du warst ja in der Diskothek. Jo. Es kann sein, dass irgendwelche Leute dich beobachtet haben, die dich bzw. deine Freundin kennen. Könnte sein. Das ist richtig. Ne? Und ein Freund hat mich auch gesehen. Ja. Und auffällig ist ja, dass sie... Ja, und? Was meinst du? Ja, und dann ich wusste nichts mehr. Von den Abend weiß ich nicht mehr so viel. Weil du so besoffen warst. Ja, und ja. Dann kam am nächsten Tag der Kollege zu mir her und sagte zu mir, hey, was hast du gemacht und so. Und ich so, hey, das muss unter uns bleiben. Und er so, ja, kein Problem, ist auch bessere Kollege von mir. Ah ja. Also da weiß ich schon, er sagt... Also der weiß es schon mal. Das ist der Einzige, der es weiß. Okay, aber es können ja eben auch Leute euch beobachtet haben, von denen du gar nicht weißt, dass sie es wissen. Das kann sein, ja. Das kann rein theoretisch sein. Auffallend ist, dass sie dir eine SMS kurz danach schickt, wir müssen uns immer die Wahrheit sagen. Ja, das hat sie eigentlich nie in der Zeit. Ja, da würde ich jetzt spontan denken, die hat irgendwie Wind gekriegt davon und legt dir quasi, stupst dich so ein bisschen an, damit du beichten sollst. Lange Rede, kurzer Sinn, Chan. Ich finde das nicht so dramatisch, wenn nach 4 Jahren einmal im Suff sowas mal ein bisschen passiert ist. Das sollte nicht passieren, ist wirklich nicht schön, aber es ist auch kein großes Drama, wenn man das bereut. Ich finde, du solltest ihr das sagen. Das ist 1000-mal besser, als wenn sie wirklich das jetzt von irgendwem erfährt oder vielleicht schon erfahren hat und dich beobachtet, wie du jetzt schweigst und rumlügst. Da musst du zustehen, das ist nur einmal passiert. Liebst du sie sehr? Ja. Yeah. Liebt sie dich auch sehr? Ja. Yeah. So. Also sie sagt mir auch immer. So, und zur großen Liebe gehört auch Vergeben. Und weißt du, wenn du jetzt über einen längeren Zeitraum eine Freundin nebenher hättest, das fände ich wirklich fies und beschissen, sowas zu machen. Ja, aber das zweite Problem ist noch, meine Freundin ist richtig eifersüchtig. Die kriegt ja schon einen Auszicker, wenn ich nur eine Frau angucke. Ja, gut. Da müssen wir jetzt mit leben. Ich finde, du stehst einfach besser da letztendlich, wenn du dich zu dem bekennst, was da gelaufen ist. Dann bist du nicht erpressbar, dann musst du nicht Schiss haben, dass irgendjemand vielleicht was rumerzählt. Du entschuldigst dich und sagst, dass dir das tierisch leid tut. Tut dir ja leid auch, ne? Ja. Yeah. Ja, und dann ist die Sache vom Tisch. Das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern. Na klar, wird sie verletzt sein. Natürlich wird sie sich ärgern. Alles verständlich. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht so eine Weltkatastrophe für eure Liebe, wenn das mal einmal im Suff passiert ist. Ich würde sagen, dann hast du Ruhe, hast du auch ein besseres Gefühl für dich. Du hast Mist gebaut und dann stehst du auch dazu und dann ist es für dich ein besseres Standing, als wenn du dich jetzt irgendwie da so durchmogeln willst. Das stimmt. Ja. Meine Meinung. Dann werde ich den Rat mal behalten. Ja, kannst du ja gut. Ja, du überlegst dir. Ich meine, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber du kannst ja mal drüber nachdenken und mal überlegen, wie du dich dann entscheidest. Okay. Ja, mein Lieber. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, ein bisschen Post mal wieder. Post, 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 Post. Eine Karte habe ich bekommen aus China. Eine sehr lustige Karte, nämlich von Barbara aus Düsseldorf. Barbara aus Düsseldorf schreibt mir, dass sie seit 10 Jahren versucht, hier durchzukommen und jetzt aus lauter Verzweiflung uns eine Karte aus China schreibt, weil sie da nämlich Urlaub macht. Das freut mich sehr und ich bedanke mich. Dann schreibt Walter aus Köln. Der Walter schreibt, dein Hurenthema. Am Freitag war mal wieder die reine Schmuddelsex-Befragung. Du hast doch einen Schuss, wie wir Kölner sagen. Ich wusste gar nicht, dass das nur die Kölner sagen. Dann schreibt Sandro aus Kaiserslautern. Hallo Domian, ich habe am Samstag deinen Promi-Talk gesehen. Mann, oh Mann, diese Beimer ist mir ja auf den Senkel gegangen. Wie eine Märchentante saß sie da und fand sich selbst am tollsten und steht in ihrem Alter auch noch auf ganz junge Kerle. Arme Lindenstraße.
Aber wie die Geschmäcker so verschieden sind, dazu schreibt, hat mir gemeldet, Marion aus Wipperfürth. Hallo lieber Domian. Das war bisher die interessanteste Promi-Talk-Runde bei dir. Ich fand Marie-Louise Marjan total sympathisch. Sie hat Mut und sagt ganz offen ihre Meinung. Beeindruckend fand ich, wie ehrlich sie auf die persönlichen Fragen geantwortet hat. Ich bin schon gespannt auf deinen nächsten Promi-Talk. Auf den bin ich auch gespannt. Diese Woche sind meine Gäste, wir sind Helden. Diese Woche Samstag, wir sind Helden bei mir im Promi-Talk um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen. So, und dann noch ein Schreiben von Helga, 37 aus Hilden, die schreibt, hallo Domian, du hattest letzte Woche Donnerstag in deiner Sendung zum Thema Autos eine Frau, die mit ihrem Freund nur Sex in seinem Ferrari haben konnte, weil er es so wollte. Ja, so war's. Du schienst von der Geschichte sehr überrascht zu sein und meintest, sowas noch nie gehört zu haben. So war's auch. Aber glaube mir, ich kenne sowas. Ich war 3 Jahre mit einem Typ zusammen und während dieser 3 Jahre haben wir kein einziges Mal in einem Bett miteinander geschlafen, sondern immer, 3 Ausrufungszeichen, sondern immer in seinem Land Rover Defender hinten. Irgendwann hatte ich die Nase so voll von diesem Autoquatsch, dass ich Schluss gemacht habe. Ja, soweit ein bisschen Post von euch und weiter geht es mit dem Martin und Martin ist 29. Hallo Martin. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Ja, ist bei mir ein bisschen ein bekanntes Thema. Aha. Und zwar, ich sag mal frei raus, ich bin Bettnässer. Du bist Bettnässer. Mhm. Schon immer oder durch irgendetwas geworden? Soweit ich mich schon erinnern kann, schon immer. Mhm. Mhm. Und mein spezielles Problem ist dabei, dass ich jetzt schon seit ich 24 bin, Single bin. Ja. Dadurch, weil du dich schämst. Ich schäme mich, ja. Mhm. Und warst du vorher mit einer Frau zusammen? Auch mit verschiedenen, auch mal länger, ja, mal kürzer über mehrere Monate, auch schon mal ein Jahr. Wussten die davon oder hast du es versucht zu verheimlichen? Ich hab's immer versucht zu verheimlichen. Mhm. Und wenn es dann passiert ist, habe ich Ausreden erfunden, warum diejenige nicht vorbeikommen konnte, um halt, ich habe zwar Vorkehrungen getroffen, das heißt, ich habe mich im Sanitätshaus umgesehen und Unterlagen besorgt und hatte auch... Aber du hast dann nie bei den Frauen übernachtet? Nein. Weil es da passieren könnte? Hätte dort passieren können. Mhm. Wie oft, wenn ich dich unterbrechen darf, wie oft passiert es denn? Passiert es jede Nacht oder nur ab und zu mal? Ich muss sagen, das tritt sporadisch auf. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass es in 2 Tagen passiert oder jede Woche passiert. Es kann auch sein, dass es mal im Monat gar nicht passiert. Mhm. Das ist meine Unsicherheit dabei. Ja. Kannst du das an irgendetwas festmachen? Also beispielsweise, wenn du irgendwie Stress hast oder wenn du schlecht drauf bist oder irgend so etwas, dass es dann passiert? Oder tappst du völlig im Dunkeln, warum es wann passiert? Ich habe keine Ahnung, warum es passiert. Mhm. Ist es dann jeweils, wenn es passiert, ist es viel, was du ins Bett machst? Oder ist es eher ein bisschen, oder richtig nass, wenn du dann aufwachst? Teils. Also kann auch so sein und kann so sein? Ja. Mhm. Und es hängt also nicht damit zusammen, ich kann mit Freunden einem Spiel vom FC Köln fahren und wir geben uns danach die Kante und ich fahre allein nach Hause und es passiert nichts. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich einen Abend allein zu Hause sitze, 2 Flaschen Kölsch trinke, sag ich jetzt mal. Ja. Wir sind ja hier beim WDR, wir trinken alle Kölsch beim WDR. Ja, das tun wir beim WDR, stimmt ja. Sehr gerne sogar, alle, ja. Und dann passiert halt nichts. Mhm. Also es passiert auch nichts. Oder es passiert dann halt mal auch, wenn ich 2 Flaschen Kölsch trinke. Also wie gesagt, ich kann es an nichts festmachen. Es ist auch nichts in meiner Kindheit, woran ich mich erinnern könnte. Wer weiß davon? Deine Mutter weiß vermutlich davon? Meine Mutter weiß davon bis zu meinem
14. Lebensjahr. Danach konnte ich es vor ihr verheimlichen. Ach so. Und wir hatten, also sie wusste es vorher auch und hatten dann im Sanitätshaus Utensilien besorgt, das heißt einen Slip, in dem ein Kontakt eingenäht war. Sobald dieser feucht wurde, wurde ein Alarm ausgelöst, so ein lauter Piepston, damit ich aufwachte, um halt es zu bemerken und dann zur Toilette gehen kann. Das, Herr Jack, das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Doch, sowas gibt's. Das ist also der. Also dann piepst es in der Hose? Dann piepst es in der Hose, ja. Das heißt, jetzt schnell aufs Klo Pipi machen gehen. Genau. Und sag mal, Martin, wer weiß denn jetzt überhaupt davon? Niemand. Niemand? Kein bester Freund oder sowas? Nein, nein, niemand. Niemand. Wenn das jemand erfahren will, ich würde mich im Grund und Boden schämen. Ich glaube, ich würde aus meiner Stadt wegziehen und also ich will ein neues Freundeskreis suchen. Das ist mir selbst zu persönlich. Es ist mir auch zu peinlich, dass jemand anderes das weiß, so dass jemand da mit mir Kontakt hat überhaupt. Weil wer will schon jemanden kennen, der Bettnässer ist? Ja, nur mal langsam. Nur mal langsam. Ich finde das erstmal nicht so schlimm. Du kannst du gar nichts dafür. B, ist das nichts gravierend Ekelhaftes. Es ist einfach eine Erkrankung, kann man ja sagen, die ihre Ursachen irgendwo tief in dir verborgen hat, weswegen auch immer, aber sie wird ihre Ursachen haben. Das macht dich aber nicht zu einem unangenehmeren, schlechteren Menschen. Du bist Martin, Punkt aus. Der eine hat das, der andere hat dieses. Bist nun mal Bettnässer. Also, um das mal erstmal klarzustellen, was meinst du, wie viele Bettnässern ich hier schon gesprochen habe in der Sendung? Ja, ich höre deine Sendung regelmäßig und habe auch schon so einiges, also einige Themen, was das angeht, mitverfolgt. Mhm. Aber was mich angeht, ich habe mich bisher noch nie darin wiedergefunden. Mhm. Denn, also ich möchte das keiner Frau halt zumuten. Mhm. Denn, also ich kann das schon verstehen. Es ist für mich das Gefühl, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe und sei es einen Monat her, dass es passiert ist, ich fühle, der Geruch wäre da. Er ist nicht da, weil ich halt diese Unterlage benutze. Ja. Aber ich denke, dieser Geruch ist da und wenn ich eine Frau mit da reinnehme, sie müsste das riechen, sie müsste sich fühlen wie auf einer Bahnhofstoilette. Deswegen, da bin ich gehemmt. So. Das muss man auch ernst nehmen. Ich meine, das kann man ja auch verstehen, dass man da nicht locker mit umgehen kann und sagen, durch die Straßen läuft und sagt, ah, hallo, ich bin Bettnässer und so. Das ist mir auch klar. Und ich nehme das auch sehr ernst, weil es dich ja offensichtlich auch in eine Einsamkeit treibt. Ja, dass du ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr auf Frauen großartig zugehst, weil du Angst hast, irgendwann kommt dieses Thema, du wirst konfrontiert. Das ist richtig. Ja. Und du erzählst es nicht in deinem Freundeskreis. Das heißt, na gut, da kann man es ja vielleicht noch eher geheim halten. Ja, aber ich würde ausgestoßen, wenn sie es erfahren würden. Du könntest auch nie mal mit einem Kumpel in Urlaub fahren, in einem gemeinsamen Hotelzimmer wohnen. Ne? Sowas ist alles nicht möglich. Könnte ich schon, wenn ich die Möglichkeit hätte, meine Inkontinenz halt irgendwo zu verschweigen, zu verschleiern. Klar, aber alles ist ja alles sehr angespannt für dich, weil du Angst hättest, das kommt dann doch irgendwie raus. Ja. So, also ist es ein gravierendes und dich erdrückendes Lebensproblem. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt frage ich dich, wenn du so lange da dich damit rumärgerst, hast du denn mal irgendetwas unternommen, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, woran es liegt? Ja, ich war bisher nie beim Psychologen, deswegen, weil ich denke, das ist irgendwas Körperliches, keine Ahnung. Weil es halt auch so sporadisch auftritt. Ja. Ich weiß nicht, wann es ist, ich kann nie festmachen, warum es ist. Und also, ich glaube nicht, dass das was Körperliches ist. Wenn du normal tagsüber zur Toilette gehen kannst und der Schließmuskel funktioniert und alles ist in Ordnung, glaube ich erstmal nicht, dass das was Körperliches ist. Dennoch wäre ein Besuch bei einem Urologen auch nicht, davon wäre nicht abzuraten, das auch mal zu machen. So, aber dann darüber hinaus, Martin, musst du zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater gehen? Einem Psychotherapeuten gehen. Es hat seine Ursachen, hundertprozentig. Es ist irgendwo in dir begründet.
Und nur dann hast du die Chance, dass sich das verändert, dass das sogar aufhört. Jetzt machst du gar nichts. Du lässt einfach so die Zeit vergehen und hoffst darauf, dass es vielleicht von alleine weggeht. Ja, dass es besser wird, genau. Ja, aber offensichtlich wird es ja nicht besser, wie du sagst. Es wird ja nicht besser. Du bist ja schon fast 30. Und wenn so viele Jahre vergangen sind, so viele Jahre, und du gar nicht, eigentlich so lange du denken kannst, hast du das. So, dann wird das im nächsten Jahr auch nicht vergehen. Und du verschwendest deine Zeit. Und du wirst immer einsamer. Und hängst ab und möchtest gerne eine Frau haben, was ja verständlich ist, und tolle Sachen machen und kannst es nicht. Und irgendwann bist du 40 oder noch älter und dann ist der Zug ganz weg. Du musst jetzt was machen. Ich hab's vorhin auch schon mal gesagt, du hast null etwas zu verlieren. Du gehst zu irgendeinem Typ, der sich mit solchen Sachen auskennt. Wir sind ja gleich ein bisschen behilflich, wo du hingehen könntest. So, und dann geht die Tortur erstmal los. Ob das gleich gelöst wird, weiß ich nicht. Ob du mit dem Typ klarkommst, weiß ich auch nicht. Aber du musst es anfangen. Ja, ich verstehe das schon. Nur ich habe da auch halt diese Berührungsangst. Mit dann ist halt irgendwo, wenn ich jetzt sage, ich sag jetzt einfach mal in Kalk, in Poll oder in was weiß ich wo, ist ein Psychologe, zu dem kannst du gehen. Mhm. Und ich komme da die Tür rein, dass mich direkt alle angucken, so, da kommt der Bettnasser die Tür rein. Also wissen. Ich fühle mich da sehr, sehr, sehr angegriffen auch. Weil das weiß doch keiner. Die Leute dann halt wissen, dass ich bin der Bettnasser. Ja, Martin, das weiß doch keiner. Wenn du im Wartezimmer eines Arztes oder eines Therapeuten sitzt, wissen doch die anderen Leute nicht, was du hast, warum du da bist. Die unterliegen doch der Schweigepflicht. Die sagen keine Silbe raus. Ja, das ist für mich sehr problematisch. Ich verstehe das. Ich hatte ein sehr großes Problem mit. Ich verstehe das. Das merke ich, wie du mir das erzählst. Aber ich sage dir auch ganz, ganz klar, du kannst dieses Problem nur meistern, wenn du auch von dir aus dagegen angehst und was unternimmst. Und gewisse Hemmungen überwindest. Ja. Und es steht dir nicht auf deiner Stirn geschrieben, wenn du bei einem Arzt oder Therapeuten bist oder da in die Tür reinkommst, ich bin Bettnässer. Da sind Leute mit ganz anderen, vielleicht noch komplizierteren und Problemen, wofür die sich auch schämen. Also das ist ja völlig normal. Und wenn du dich schämst, dass dich vielleicht jemand beobachten könnte, wie du aus so einer Praxis rauskommst, da suchst du dir halt einen Therapeut in einem ganz anderen Stadtteil, wo du keine Bekannten hast. Außerdem gibt es auch viele Ärzte, die auch zudem auch Therapeuten sind. Da weiß man eh nicht, warum derjenige nur gerade da war. Ich möchte dich wirklich ermutigen und ermuntern, auch das zu tun. Weil das deine einzige Chance ist, ein normales Leben irgendwann wieder zu führen. Also da wäre ich dir und dem ganzen Team auch voll dankbar für, wenn ihr mir da halt Adressen nennen könntet, die auch Erfahrung damit haben. Das versuchen wir jetzt mal. Das heißt, du legst auf, Martin, und die Anja, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Oh, da bedanke ich mich recht herzlich, Julian. Ja. Und toi. Du machst eine super Sendung. Ich schaue die wirklich regelmäßig und mach weiter so. Ich danke dir wirklich für das Kompliment. Darf ich dir ganz kurz noch eine Frage stellen? Mhm. Du hast immer wunderbare Hemden an. Ja. Wo bekommst du die her? ich kaufe sie mir und habe einen sehr, 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 sehr netten Fan in den Dolomiten. Der Herbert, der mir ab und zu solche Hände schenkt und hier schickt, und dann ziehe ich die auch an. Mhm. Ja, vielleicht, ich schicke dir einfach mal eine E-Mail. Ja, mach das. Und vielleicht sagst du mir dann mal, woher die Chris, und dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen austauschen. Genau, so können wir es machen. Hier, Martin, okay. Du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Gut, tschüss. Danke dir. Ja, tschüss. Sabine ist 37 Jahre alt. Hallo, Sabine. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Bitte? Ja, schön, dass du da bist. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen in Stocken komme, ich bin ganz arg aufgeregt, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da bei dir telefonisch durchkomme. Ja. Domian, ich habe ein sehr, sehr großes Problem. Also ich weiß absolut nicht, wie ich das lösen soll. Es ist eine Extremsituation. Ich leide seit Ende 2002 unter dieser Chemikaliensensibilität, also MCS. Was genau ist das? Also in Amerika, also Entschuldigung, gell, wenn ich manchmal ein bisschen in Stocken komme, ich, wie schon gesagt, ich bin halt einfach etwas aufgeregt. Das legt sich gleich.
Genau. Du bist also, ja wirklich essen. Also Chemikalien. Chemikaliensensibilität. Also MCS, also M für Multiple und C Chemical und dann S für Sensitivity. Was genau steckt dahinter? Also da steckt das dahinter, dass ich jetzt auf so viele synthetisch hergestellte Chemikalien sehr heftig allergisch reagiere. Zum Beispiel? Also Lebensmittel. Also ich kann keine konventionelle Lebensmittel mehr essen, muss alles aus dem Bioladen kaufen. Also weil in konventionellen Lebensmitteln zum Beispiel Konservierungsstoffe drin sind. Genau, und so etwas. Genau. Und wenn du dann so etwas isst, was passiert dann mit dir? Oh, da schwillt der Hals an. Da bekomme ich Schweißausbrüche. Augen brennen, oh je, ich fühle mich da jetzt gerade auch irgendwie, ich schäme mich jetzt nicht, aber irgendwie, oh. Also eine richtig heftige allergische Reaktion. Ja, genau, genau. So, das bedeutet, dass du nur noch Bioprodukte essen kannst, ja. was sehr löblich ist, aber was verdammt teuer ist, ne, wenn man nur so Sachen kaufen muss. Was, wo zeigt die Allergie sich noch? Auch zum Beispiel hier eine Kugelschreiber. Kugelschreiber ist aus Plastik. Kannst du den anfassen? Also den kann ich anfassen, aber ist jetzt eine gute Frage. Also mein, du gibst mir da jetzt gerade eine Überleitung nochmal. Also Metall, ich habe ja ganz, also ich bin ja eigentlich ästhetisch aussehende Frau und habe so einen tollen Schmuck gehabt, gell? Also so richtig, also bei mir müssen halt Farben und also beziehungsweise Klamotten und die muss alles passen. Accessoires, alles stimmen eigentlich und ich habe so ganz tolle Ohrringe gehabt. Also Metall geht überhaupt gar nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mal mehr meine Metallbrille aufsetzen. Also da bekomme ich auch also einen ganz heftigen Druck auf den Augen. Und mit dem Handy ist jetzt ehrlich gesagt wie ein Wunder, dass ich jetzt elektrisch wieder etwas mehr vertrage. Also ich bin wirklich Ende Januar 4-5 Wochen im Dunkeln gesessen. Ach. Und das Traurige ist, meine Adoptiveltern haben mich deswegen wirklich verstoßen. Ich spinne, ich tick nicht richtig und ich habe halt leider keine richtige Verwandtschaft mehr. Gell? Moment mal, das ist ja nun dramatisch. Du hast im Januar über einen gewissen Zeitraum nur im Dunkeln gesessen. Genau. Warum? Weil ich auf Lampen ganz arg reagiere. Auf Lampen auch? Ich habe Lampen nicht mehr vertragen. Und es ist also so ein großer Schock. Ehrlich gesagt, ich habe ja 8 Jahre auch noch in Schorndorf gelebt. Ja, das kann man jetzt erzählen. Und wo hast du gelebt? Also in Schorndorf, Rennkalle, wenn dir das was sagt. Und da habe ich sehr gerne gelebt und da wollte ich nur das noch sagen, da habe ich deine Sendung eigentlich auch immer mal wieder verfolgt. Hätte aber nie gedacht, dass ich irgendwann mal bei dir wegen meiner Chemikaliensensibilität anrufen würde, gell? Und sag mir noch mal, wie du mit den Leuten gesprochen hast. Sag mir noch so ein paar Beispiele aus deiner aus der Wohnung, aus dem Alltag, was nicht funktioniert. Also problematisch ist Lichteinfall, hast du gerade erzählt. Ja. Was ist noch, ich sag mal so Stichworte, Teppichboden, Shampoo. Also... Ja, was halt im Haushalt, was einen so ständig umgibt. Wie reagierst du darauf? Ja, also es ist eine gute Frage. Also Shampoos, die alle Duftstoffe enthalten, die kann ich überhaupt nicht mehr benutzen. Also ganz heftiges Augenbrennen. Und also das ist wo ich nur in Schorndorf gelebt habe, es waren wirklich 8-9 Wochen, wo ich, also nicht aus Faulheit, sondern, also ich bin ja ein sehr sportlicher Mensch, ich konnte wirklich nicht mehr unter Menschen, Gerüche und Abgase, es hat mich alles schier umgehauen. Leute dann aus der Gemeinde haben mir wirklich die Lebensmittel durch das Fenster transportiert, weil mich hat alles so dermaßen umgehauen. Und die Umweltmediziner waren halt dagegen, dass ich Cortison bekomme, aber in der 9. Woche konnte ich ja nicht mehr so weiterleben, weil das isoliert auch ganz arg, diese Krankheit. Und dann hat mir mein Hausarzt endlich, also erst habe ich es hochdosiert bekommen und dann hat mir das ja immer stückweise reduziert. Gell? Hast du Familie? Nein, leider nicht. Du lebst alleine. Du hast also keinen Mann, keine Kinder. Nein. Hast du einen Beruf gehabt? Ja, ich bin Erzieherin und habe 15 Jahre eigentlich auch sehr gerne also in diesem Beruf gearbeitet. Aber den kannst du jetzt nicht ausüben mehr. Nein, also Kleber, ich habe also so, bin ja auch künstlerisch also begabt und habe selber für mich auch Bilder gemalt und was man im Kindergarten halt auch so alles Jetzt habe ich gelernt von dir oder mitbekommen von dir, dass du im Prinzip jetzt habe ich dich gerade akustisch nicht ganz. Ich habe jetzt so im Laufe deiner Erzählung mitbekommen, dass da ein Riesenwust ist von Dingen, auf die du allergisch reagierst. Ja, bis hin zum Licht, dass du im Dunkeln sitzen musst. Genau. Dieses bedeutet ja auch, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, eine komplette Vereinsamung. Ja, zum Teil. Wie? Ja. Das Ganze dauert 2 Jahre an. Du hast die Krankheit 2 Jahre. Was macht man denn dagegen jetzt zurzeit?
Also ich war jetzt, gute Frage, Domian, in Bredstedt in der Umweltklinik vom 9.6. bis 28.6. Und also da sind jetzt solche Provokationstestungen sozusagen durchgeführt worden und ich bekomme jetzt täglich die Histamine. Die sind also jetzt, die Bredstedt-Klinik, Umweltklinik arbeitet mit der, das ist jetzt richtig sagen, mit der England-Klinik, mit der Jean Monroe. Da arbeiten die zusammen und die Histamine, die, also was ich jetzt täglich mir zuführen muss, das ist, also in England wird das hergestellt. So, und hat das eine gewisse Wirkung schon, einen Erfolg? Also mir ist tatsächlich nach der, die Rückfahrt, war ja 840 Kilometer, da ist mir tatsächlich schon etwas besser gegangen. Aber jetzt, Domian, jetzt kommt das eigentliche Problem. Ich bin jetzt gerade unter so einem Druck, sozusagen eine Wohnung für mich zu suchen bzw. finden zu müssen, die ich dann auch wirklich vertrage. Das ist mir ein großes Problem. Also das heißt, im Prinzip müsstest du in einer absoluten Bio-Wohnung wohnen, die nach Bio-Kriterien gebaut wurde und so weiter. Ja. Und das ist jetzt ganz arg schwer. Also ich hatte eine sehr schöne Dachwohnung und in einem Mehrfamilienhaus, aber ich kann den Leuten nicht verbieten, dass sie dass alles duftfrei ist. Im Treppenhaus fängt schon an, wenn geputzt wird. Und jeder hat Handy, jeder hat fast PC, also, wo Junge. Ich stelle es mir wahnsinnig vor, weil du kannst ja letztendlich kannst du ja gar nicht fliehen. Deine Wohnung muss ja dann muss ja dein Fluchtpunkt sein, um dich zu schützen vor all dem. Wie ist das ausgelöst? Weiß man da irgendwas drüber? Warum hast du das? Ja, gute Frage. Also ich bin jetzt ganz sicher, dass ich auf Zahnmetalle also es muss jetzt eher nicht bei jedem so stark sein. Ich möchte jetzt keine Panik machen, wie es jetzt bei mir jetzt war, gell? Also ich bin mir sicher, dass es, also bei mir die Amalgamfüllungen, dass sie zu sehr schwere Immun- und Nervenschäden geführt haben. Und dann, gut, okay, was ist lebensgeschichtlich? Ich bin adoptiert worden, habe eine sehr, sehr schwierige Adoptivmutter gehabt. Ich habe es ja jetzt auch noch. Bist du informiert darüber, wie viele Menschen in Deutschland das haben? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in Amerika diese Krankheit auch schon, also unter MCS, schon seit den 50er Jahren bekannt ist. Wäre dir damit geholfen, wenn du in Deutschland Kontakt mit so jemandem, der vielleicht genauso leidet, ein Leiden hat wie du, bekommen würdest? Ja, also ich habe ja Kontakt zu der Selbsthilfegruppe Stuttgart. Ach so, Nur ich kann leider mich mit den Leuten halt nicht so treffen, weil Stuttgart, also die Abgase, all das macht mir halt also auch ganz arg zu schaffen. Können wir dir irgendwie helfen? Also Domian, es wäre ganz arg toll, wenn ihr mir vielleicht insofern helfen würdet, einfach Leute noch zu finden, die auch MCS haben, wo man einfach vielleicht wohnen kann. Man würde ja Miete, das alles bezahlen, das wäre kein Problem. Also, ich sage es mal so, wir sind natürlich ja keine Wohnungsvermittlung, aber in deinem Fall ist das so ein Sonderfall, dass ich das ja gar nicht einfach mal so weitergebe und sagst in die Kamera und sagst ins Mikrofon rein, du bist MCS erkrankt. Du suchst eine biotaugliche Wohnung sozusagen im Großraum. In welchem Großraum? Ja, es ist halt so, da oute ich mich jetzt. Also ich komme ehrlich gesagt eigentlich aus Heidenheim. Aber ich habe in Heidenheim so viele Anstrengungen unternommen. Es also hat einfach nicht diese Wohnung gegeben, die für mich verträglich ist. Also ich wäre jetzt auch bereit, meine Güte, dann eben auch noch innerhalb von Deutschland wohin zu ziehen. Ach so. Also es würde mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich habe hier auch nette Bekannte und Freunde. Also Süddeutschland wäre schon dein Liebstes. Ja, und der Großraum um Heidenheim herum, sagen wir mal, das wäre schon gut. Das wäre toll. So, jetzt sage ich mal ganz einfach, wer da vielleicht weiterhelfen kann. Bitte an uns mailen, an domian@rde, und wir geben es dann an die Sabine weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir helfen könnten, Sabine. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr spezieller Wunsch und ein sehr ausgefallener Wunsch, aber vielleicht. Ja. Eine Wohnung, die nach Bio-Kriterien gebaut ist. Genau. Weil du extrem allergisch reagierst auf alle möglichen Dinge. Genau. Und die halt möglichst halt etwas abgeschirmt ist. Also Domian, weißt du, wo dann nicht, also sagen wir mal so 8 oder 10 Parteien drin sind. Weil je mehr Parteien natürlich in einem Wohnblock drin sind, umso mehr bekommen wir ja dann vom Elektrisch wieder ab. So, vielleicht können wir dir helfen, Sabine. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn, dann wirst du von uns hören. Wir haben ja deine Telefonnummer und dann würden wir dich anrufen. Okay, wie lange soll das Handy jetzt nur eingeschaltet sein? Oder wie läuft das? Nee, so schnell wird es nicht gehen. Wir werden das mal ein paar Tage abwarten. Manchmal kommen Sachen auch erst ein paar Tage später. Und wir werden uns dann mit dir in Verbindung setzen. Es ist nur so, ich schalte halt, weil ich so elektrosensibel bin, das Telefon halt oft aus. Aber ihr könnt es auch gerne...
Jetzt ist sie gerade weg, aber wir werden sie gleich wiederholen. Jetzt ist die Leitung weggebrochen. Das werden wir noch klären. Das ist jetzt eine reine organisatorische Sache. Hier ist Sven und Sven ist 37 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo Sven, dein Thema. Mein Thema. Ich habe verstärkt wieder Hassgefühle meiner Ex-Frau gegenüber. Hassgefühle? Hassgefühle, wirkliche Hassgefühle. Der Ex-Frau? Ja. Wie lange seid ihr getrennt? Also wir sind im April, im Mai geschieden worden, waren knapp 10 Jahre verheiratet, hatten in Schleswig-Holstein ein eigenes Haus mit allem drum und dran. Mhm. Das ist dann auch komplett an sie gegangen. An sie? An sie, ja. Mhm. Und letzten Endes ist es so, also unsere Ehe war nicht immer eine Musterehe. Es gibt immer Hoch und Tief. Mhm. Und ein Hauptproblem war unter anderem mit, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Mhm. Sie war mal schwanger am Anfang unserer Ehe. Und du wolltest gerne unbedingt Kinder haben? Ich wollte gerne auch unbedingt Kinder haben. Mhm. Und sie war dann auch am Anfang unserer Ehe schwanger, hatte dann aber nach kurzer Zeit einen Abbruch und ist seit diesem Tag nie wieder schwanger geworden. Mhm. Und wir haben alles probiert. Wir waren beim Gynäkologen, wir waren bei diesen Fertility Centers, wo man sich künstlich befruchten lassen kann. Von wem ist dann letztendlich die Trennung ausgegangen? Die ist von ihr ausgegangen, weil sie hat mich mehr oder minder mit ihrem Arbeitskollegen betrogen. Mhm. Der arbeitet mit ihr zusammen in der Bank oder hat gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch arbeitet. Ja. Ja, und das knallte sie mir eines Tages vor den Kopf und sagte, so mein Freund, jetzt habe ich keine Lust mehr auf unsere Ehe. Mhm. Sie hat ihn nicht direkt erwähnt. Sie sagte in dem Moment erstmal nur, ich habe keine Lust mehr auf unsere Ehe. Mhm. Dass da ein anderer Mann hinterstand, das habe ich erst ein paar Tage später rausgekriegt. 10 Jahre verheiratet. Ja. Im Mai getrennt. Ja. Nach der Trennung, unmittelbar nach der Trennung, war das für dich da so okay? Ich meine, es tut immer weh und ist immer schlimm, aber da waren keine Hassgefühle da. Hass zuerst nicht, da war nur Kummer und Unverständnis. Jetzt ist Hass da. Jetzt ist echter Hass da, Was genau, warum? Also das waren ganz viele kleine Dinge. Unter anderem, dass immer noch Sachen in dem Haus gewesen waren, also das meiste ist nun raus. Aber die immer noch mir gehört haben und wo sie sich dann unheimlich angestellt hat, die mir rauszugeben. Und wir haben uns am Telefon nur noch gezofft und gefetzt. Mhm. Und es ist jetzt so, ich bin jetzt wieder in Hamburg, bin arbeitslos im Moment. Mhm. Und nach der Scheidung habe ich einige Zeit bei meinem besten Freund gewohnt. Der hat mich von da rausgeholt. Der hat gesagt, da kannst du nicht weiter wohnen. Ich will wissen, warum du sie hasst. Ich schlafe unheimlich schlecht. Und ich weiß nicht, ob ich sie erst so spät verarbeite, aber ich komme jetzt langsam, ich sitze nächtelang oder wenn ich schlafe, träume ich wirres Zeug, Rachegedanken, richtige Rachegedanken, dass ich ihr Auto in die Luft sprenge oder sonst irgendwas. Also, weil sie dir wehgetan hat, weil sie dich verlassen hat, genau, weil sie dich betrogen hat mit jemand anderem. Ja. Liebst du sie noch? Nee, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber so. Das Große und Ganze, wie die ganze Sache gelaufen ist, ich kann sie ihr nicht verzeihen. Und es stößt bei mir immer wieder auf. Dir ist klar, dass natürlich, indem man sich in sowas reinsteigert, in eine Wut reinsteigert, in einen Hass reinsteigert, dass man sich selbst am meisten schadet damit. Ich weiß es. Und dass man nicht loslassen kann. Genau, das ist ja mein Problem. Ich habe ja mittlerweile jetzt sogar wieder eine neue Freundin. Mit der bin ich jetzt seit 2,5 Monaten zusammen und die liebe ich sehr. Ich mag sie sehr gerne. So, das wundert mich aber jetzt sehr, dass die neue Liebe diesen Hass nicht zumindest gemildert hat und zur Seite geschoben hat. Nee, nicht wirklich. Und das wundert mich. Das ist eine Sache. Was tust du dagegen? Was tust du gegen deinen Hass? Ich schreibe zum Beispiel im Internet, es gibt ja diese Webblogs. Mhm. Und da schreibe ich veröffentliche ich schon. Aber ich schreibe sie für mich, ich schreibe es mir von der Seele. Mhm. Ohne sie aber zu denunzieren? Ohne in irgendeiner Art und Weise, ich schreibe nur von meinen Gefühlen, wie ich mich fühle. Und Finde ich schon mal einen ganz guten Weg. Du musst Strategien für dich entwickeln, dass du diesen Hass nicht weiter schürst in dir. Weil es bringt gar nichts, es bringt überhaupt gar nichts. Du machst vielleicht sogar unter Umständen deine neue Liebe damit kaputt. Weil du deinen Kopf nicht frei hast und dein Herz nicht frei hast für die neue Frau. Ja. Und du dich wirklich kaputt machst damit. Ja, was mir vor allen Dingen ganz schwer fällt, ist auch, dass ich unseren oder meinen alten Freundeskreis, wo sie damals mit reingekommen ist, den habe ich mittlerweile mehr oder minder auch aufgegeben, weil ich es nicht ertragen kann, einen Freundeskreis zu haben, der gleichzeitig mit ihr
Verstehe ich. Weiter Kontakt hat und... ja, verstehe ich. Aber da muss man den aufgeben und sagen, okay, nun ist es dann so und ja, ich suche mir neue Sachen. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei, Sven. Ja. Wir machen mal Folgendes. Wir rufen dich sofort nochmal an, weil ich dich jetzt nicht so schnell abwürgen möchte. Okay? Ja, alles klar. Legst du auf und wir rufen gleich nochmal an. Ich danke dir. Alles Liebe, tschüss. Ciao, Domian. So, meine Lieben, das war's heute Nacht. In der Technik war Johanna Knura. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Promi-Gäste bei mir am Samstag. Wir sind Helden. Ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und schöne Nacht. Und sagt bis morgen. Tschüss.